Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ja, mein Name ist Martin Mulso. Es geht um mein Buch Radikale Frühaufklärung in Deutschland, 1680 bis 1720, und zwar um den zweiten Band, Klandestine Vernunft. Der ist nämlich 2018, als das Buch bei Wallstein erschienen ist, neu. Das andere, der erste Teil, ist schon älter. Das war ursprünglich meine Habilitationsschrift, die ist 2002 veröffentlicht worden als Moderne aus dem Untergrund. Und darin hatte ich unvorsichtigerweise einen zweiten Band angekündigt. Der Grund war, als ich das Ganze geschrieben hat, an der Habil saß, hatte ich auch schon weitere Kapitel in Arbeit, habe sie aber draußen gelassen, weil mir das Ganze langsam über den Kopf gewachsen ist. Es waren schon 500 Seiten, die ich dann veröffentlicht habe, aber ich hatte etliches noch mehr geschrieben, lauter unfertige Baustellen. Und das blieb dann aber erstmal so. Ich hatte seit 1990, 91 mich mit der deutschen Frühaufklärung beschäftigt. Vielleicht kommen wir auch die Anlässe nochmal zurück. Hatte enorm viel Material gesammelt. Aber als dann 2002 das sozusagen die zurechtgestutzte Variante erschienen ist, habe ich dann erstmal den Gedanken fallen gelassen, da noch einen zweiten Band draus zu machen. Aber dann war das Buch, das war bei meiner damals erschienen, schon einige Zeit vergriffen und ich habe mir eine Neuauflage gewünscht. Und um die attraktiver zu machen, kam dann der Gedanke, ich könnte das dann leicht erweitern. Das hat eine gewisse Eigendynamik bekommen und so ist dann der zweite Band entstanden, der noch etwas dicker ist als der erste. Worum geht es in den beiden Bänden? Um das Deutschland zwischen dem späten 17. und dem frühen 18. Jahrhundert, aber immer im europäischen Kontext gesehen. Um die radikalen Tendenzen in dieser Zeit, Bücher, die zensiert wurden oder gar nicht erst gedruckt werden durften, aufklärerische Gedanken zur Kritik an der Religion, zur Kritik an Dogmen und Vorurteilen und gängiger universitärer Wissenschaft, Träume von Freiheit und Autonomie. Aber das Ganze nicht geschrieben als eine heroische Geschichte von einzelnen Gestalten, die die Wahrheit gepachtet hatten. Das ist so ein bisschen der Tenor von den älteren, gerade in der DDR erschienenen Geschichten des Atheismus und der Aufklärung, des Materialismus, sondern ich versuche da ganz unvoreingenommen sozusagen heranzugehen an die Themen. Und vor allen Dingen stelle ich die in den Kontext der gelehrten Debatten der Zeit und sehe diese radikalen Kräfte immer in der Kontinuität zum sozusagen liberalen Rand der damals praktizierten Wissenschaft und Philosophie. Sehr, sehr vieles war damals noch unaufgearbeitet, vor allem das in Manuskriptform in den Bibliotheken und Archiven liegende, auch heute noch liegende. Und ich hatte dieses Feld entdeckt als eines, in dem es erst ganz wenig kleine Vorarbeiten gab, noch viel zu tun. Erstaunlicherweise, denn die Zeit um 1700 gilt eigentlich schon auch als eine Schlüsselzeit hin zur Moderne, sogenannte Krise des europäischen Geistes, mit Polasar zu reden. Aber es gab einige Stereotype, die dem entgegenstanden. Einmal das Stereotyp Radikalität kommt eigentlich nur aus Frankreich, Voltaire, Holbach und so weiter. Deutschland hingegen war offenbar immer moderat, reformerisch, christlich, nicht radikal. Und Stereotyp Nummer zwei, Radikalität entstand erst in der späteren Aufklärung, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, nicht schon im 17. Jahrhundert, also fast 100 Jahre vorher. Der Eindruck konnte tatsächlich zustande kommen, weil in dieser späteren Zeit erst diese radikalen Texte vielfach gedruckt worden sind, anonym und so, aber immerhin sie wurden gedruckt. Aber es gab vorher eben auch den sogenannten klandestinen Untergrund von zirkulierenden Manuskripten, die nicht gedruckt waren. Und das war meine Einsicht, das muss man in das Gesamtbild mit einbeziehen. Inzwischen sind diese alten Stereotype längst nicht mehr so wirksam.
nicht zuletzt durch Jonathan Israels Schriften, sein Radical Enlightenment, kam fast zeitgleich mit meiner Moderne aus dem Untergrund heraus, hat sie nicht mehr beeinflusst. Vielleicht werden wir auch da noch über die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen seinem Ansatz und meinem sprechen. Mein Vorgehen in meinem Buch war jedenfalls das eines von Fallstudien. Ich suche mir jedes Mal einen Fall heraus, einen inhaftierten Denker oder ein anonymes, radikales Manuskript, das ich in den Archiven gefunden habe. Und dann beginne ich meine Suche nach dem Autor, den Kontexten und vor allen Dingen nach den Gründen der Radikalisierung. Und manchmal auch, vielleicht werden wir auch darüber sprechen, ob die Schrift überhaupt radikal gemeint war oder ob sie erst im Prozess ihrer Rezeption langsam zu einer solchen geworden ist. Mein Moderne aus dem Untergrund, also das Buch von 2002, hat 7 solcher Fallstudien, die jeweils auch größere Themenkomplexe abdecken. Mein zweiter Band, der jetzt 2018 zusammen mit der Neuauflage des ersten bei Wallstein erschienen ist, hat nochmal 7 Fallstudien. An den Grundthesen des Werkes hat sich aber auch über diese längere Zeit, an der ich da auch weitergearbeitet habe, nichts geändert. Aber es war mir wichtig, das Bild breiter zu machen, sodass die Fallstudien, auch wenn sie Einzelstudien sind, doch in gewisser Weise eine Art Gesamtbild vom radikalen Denken in Deutschland zu Beginn der Aufklärung zeichnen. So etwas habe ich dann auch auf die Rückseite des zweiten Bandes schreiben lassen. Da rede ich vom Streifen durch das Dickicht der Kontexte, wo auch immer die Fährten hinführen, und davon, dass es für mich unerheblich ist, wenn Disziplingrenzen zu überqueren sind, wenn deutsche Anlässe zu englischen, französischen, italienischen oder sonst welchen Quelldebatten leiten, sodass die Hoffnung dann diese ist, durch das Hin- und Herstreifen durch die Disziplinen, Textsorten und Regionen ergibt sich nach und nach ein dichtes, bisher auf diese Weise nie sichtbar gewordenes Bild der europäisch verflochtenen deutschen Frühaufklärung. Das wäre sozusagen das Resümee, was ich geben würde. Willkommen, liebe Gäste, hier in unserem Außenstudio in Schwabing und wo immer Sie diesen Podcast gerade hören, bei einer neuen Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und mein heutiger Gast ist Martin Mulso. Er ist Professor für Wissenskulturen an der Universität Erfurt und Direktor des Forschungszentrums Gotha. Es geht um sein Buch Radikale Frühaufklärung in Deutschland 1680 bis 1720. Wir haben gerade etwas darüber hören dürfen. Es ist ein Sachbuch im Zusammenhang mit der Aufklärung in Deutschland, aber in manchen Teilen spannend wie ein klassischer Whodunit-Krimi. Ich denke, wir dürfen gespannt sein, was wir vom Autor über die Inhalte, aber auch seine Methoden, Material zu finden und zu sichten und die Art, wie das Buch zustande kam, erfahren werden. Wer ist der Wissenschaftler, der sich diesem Thema verschrieben hat? Auch dazu hoffe ich, mehr zu erfahren. Folgen Sie uns in die Zeit vor über 300 Jahren und schauen wir gemeinsam, was sie noch mit uns zu tun hat heute. Lieber Herr Mulso, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer 149. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns nach Schwabing gekommen sind. Ich freue mich auch. Ich habe heute einen Co-Moderator dabei, damit ich ihn nicht vergesse. Das ist der Karl Engleitner. Und er wird uns sozusagen, da wo es wirklich richtig fachlich wird, wird er mich unterstützen können. Und da bin ich sehr froh drum. Ich freue mich, dass du da bist, Karl. Dann sollte ich dann auch dein Mikro anstellen. Mhm. Ja, die erste Frage ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber damit wir irgendwie unsere erstmal in Gang kommen. Da frage ich einfach was ganz Persönliches, nämlich, welche Art Krimis lesen Sie am liebsten? Gar keine. Ich lese überhaupt keine Krimis. Ich schaue gelegentlich Krimis im Fernsehen, aber ich glaube, ich habe noch nie einen richtigen Krimi gelesen. Ja, seltsamerweise, obwohl die Leute mir immer sagen, ja, du schreibst wie ein Detektiv und das ist, liest sich so ähnlich. Ich bin kein Krimileser. Mhm. Dafür schreiben Sie aber wirklich gut Krimis. Also zumindest grundsätzlich ist die Idee nicht so weit weg von dem, was Sie, wie Sie schreiben. Sie schreiben das ja auch recht interessant. Vielleicht auch noch zu Ihrer Quellensuche, die ja doch sicherlich sehr, sehr, sehr umfangreich ist. Welches war das seltsamste Schriftstück, das Sie
in der Beziehung gefunden haben? Das Seltsamste. Das ist schwierig. Es sind so viele, also über die Jahrzehnte sind so viele seltsame Schriftstücke. Ich greife mal eines raus. Ich habe mal in der Universitätsbibliothek Rostock eine Liste gefunden von verbrannten Schriften, die vom Henker verbrannt worden sind. Vom Henker? Vom Henker verbrannt, weil das war damals eine Strafe, wenn ein Autor was Böses geschrieben hatte, dann gab es ein richtiges Gerichtsurteil und der Henker, der wirklich auch Leute umgebracht hat, war dafür zuständig, dann auf dem Scheiterhaufen diese Schriften zu verbrennen. Und da gab es offenbar jemand im frühen 18. Jahrhundert, der hat Fälle gesammelt als Historiker, aber sicherlich auch als ein engagierter Intellektueller, wann früher überall Bücher verbrannt worden sind. 33 konnte er noch nicht kennen, aber es gab eben auch über die ganze Mittelalter, natürlich auch in der frühen Neuzeit, viele Fälle. Und ich habe mich auch gefragt, in welcher Weise soll das aufgearbeitet werden? Ja, wenn da steht Michael Servetus und alle möglichen anderen Namen. Und man kann solche Listen natürlich auch wirklich wie so eine Speisekarte lesen. Also was ist denn besonders? Was war so aufregend, dass es die Leute so irritiert und erbost hat, dass die Bücher verbrannt haben? Und wenn man das sozusagen als aufgeweckter Intellektueller um 1700 wahrgenommen hat, dann hat man sich gefragt, genau diese Texte möchte ich mir mal kommen lassen, sozusagen, was natürlich nicht einfach war. Das ist ein klassischer Index letztendlich und dann guckt man nach, das interessiert mich besonders. Ja. Aber das ist eine gute Antwort. Also, aber wenn wir schon bei den Quellen sind, inwieweit hat denn dann der aktuelle Forschungsort Bedeutung für Sie jetzt, Gotha, Erfurt? Erfurt vielleicht weniger, aber Gotha. Ja, also man könnte sagen, dass ich mich jetzt in Gotha aufmache, die ganzen verbotenen Schriften zu suchen. Aber als ich nach Gotha gekommen bin, 2008, hatte ich eigentlich die größtenteils solcher Suche schon vorher gemacht, habe gelegentlich auch da mich mit solchen Dingen beschäftigt. Aber eigentlich haben sich da dann meine Interessen verschoben. Ich habe mich dann mit Alchemie, mit Orientalistik beschäftigt, mit Münzkunde. Daraus sind dann spätere Aufsätze und Bücher geworden, weil ich wollte ja jetzt auch nicht immer nur stehen bleiben bei den verfemten Autoren. Deswegen habe ich tatsächlich solche Suchen eher in Hamburg gemacht, auch hier in München und so an anderen Orten und in Gotha dann gar nicht mehr so sehr. In München ist original Münchner Texte oder Texte, die über die Bibliotheksauflösungen nach München kamen? Ja, das sind Texte, die irgendwie in die Stabi gekommen sind, Manuskripte von irgendwoher letztlich. Ja. Ja, welches Ihrer Bücher, Sie haben ja doch zahlreiche Bücher mittlerweile geschrieben, welches ist Ihnen das Wichtigste? Würde ich spontan sagen, das hier, also diese beiden Bände, weil das ist schon der Bereich, wo ich mich am längsten, also letztlich 20, 30 Jahre mit beschäftigt habe und sozusagen auch am meisten geschrieben habe, auch wenn ich jetzt, also es kommt in ein paar Wochen von mir tatsächlich ein Buch über Münzen, eine Globalgeschichte der Münzen raus, es ist jetzt eine intellektuelle Globalgeschichte erschienen und so, das sind also so neue Richtungen, in die ich gehe, aber sozusagen bisher das Fetteste in gewisser Weise, das ist die radikale Frühaufklärung. Ja, wenn wir schon bei dem Buch sind und wie wichtig es ist, wie kam es zu dem Titel? Radikale Frühaufklärung, also für einen Laien Aufklärung, okay, kann er vielleicht noch was verbinden. Dass es eine Frühaufklärung gibt, lernt er dann, aber jetzt auch noch radikal. Mhm. Wieso die dreifache Staffelung? Ja, eigentlich nicht in der Reihenfolge, dass ich mich erst mit Aufklärung beschäftigt hätte, dann mit Frühaufklärung und dann mit Radikaler. Vielleicht sogar eher umgekehrt. Ich habe davor Renaissancephilosophie gemacht, weil es ja hier in München dieses Renaissance-Institut gab. Und dadurch habe ich so einen französisch-italienischen Blick manchmal auf die frühe Neuzeit bekommen. Und da sieht man Traditionen,
die man von Deutschland aus, wir sind so sehr geprägt von Kant, Hegel, ja, diesen Leibniz, da kommt es überhaupt nicht in den Blick. Und deswegen kein Wunder, dass ich um 1990, als das bei mir anfing, in Florenz in einer Buchhandlung ein Buch gesehen habe, Literatura Clandestina, Libertinismo und so weiter. Und ich hatte keine Ahnung, was soll das heißen, Clandestin, und wusste nicht mal das Wort, was das heißt. Dann mir das Buch mal gekauft, und manchmal ist das dann so ein Samenkorn, was irgendwann aufgeht. Also ich komme eher von diesem clandestinen, heimlich zirkulierenden her und habe mich dann weiter in die Aufklärung hinein bewegt. Mhm. Ich könnte jetzt bereits vieles sagen, warum Aufklärung auch radikal war oder was das heißen kann, aber das können wir auch noch ein bisschen verschieben. Inwieweit für wen? Für die Zeitgenossen? Für die Ich würde gerne unbedingt clandestin nochmal darauf zurückkommen. Ja. So ähnlich wie es Ihnen seinerzeit ging, geht es sicherlich vielen unserer Hörer, die sich darunter gar nichts vorstellen können. Ja. Vielleicht können Sie uns da nochmal ein Stück weiterhelfen. Also es heißt einfach heimlich, es wird in Deutsch meist nach dem Duden mit K geschrieben, aber ich schreibe es hartnäckig mit C, weil das mir irgendwie mit dem C, finde ich, substanzieller. Es ist irgendwie näher am lateinischen clandestinus, heimlich und so weiter. Auch die Italiener und Franzosen schreiben es mit C, und mit K mag ich es irgendwie nicht. Also es meint wirklich heimliche Kommunikation, intellektuelle Kommunikation, und das heißt nicht über offiziell gedruckte Bücher, weil es offenbar verboten war, weil man dafür ins Gefängnis gekommen ist oder noch schlimmer, auf den Scheiterhaufen. Und wenn das nicht möglich ist, dann muss man eben clandestin, muss heimlich operieren, seine Bücher nur handschriftlich über Freunde verbreiten. Man kennt am ehesten im 20., auch noch im 21. Jahrhundert das Phänomen der Samizdat-Literatur im Ostblock, im kommunistischen Ostblock, als auch die Bücher von Oppositionellen nur mit der Schreibmaschine geschrieben wurden und dann maschinell vervielfältigt, aber nicht gedruckt, weil die Zensur nicht passieren konnten. Verstehe. Und ich habe gelesen, die clandestine Vernunft. Wie muss ich das mir vorstellen? Das ist ja der Titel von diesem zweiten Band. Ja. Der erste Band hieß eben Moderne aus dem Untergrund. Da hatte ich diesen Begriff des Untergrundes. Ja, da ist es eben so im heimlichen Bereich zirkuliert das Ganze. Und für den zweiten Band brauchte ich dann auch noch irgendwie einen Titel. Das Vernunft soll dieses Aufklärerische andeuten und das Clandestine eben wiederum nochmal diesen heimlichen, verborgenen Teil. Aber ich schreibe gleich im Vorwort, man soll das jetzt nicht missverstehen, wie sowas die List der Vernunft, dass ich so einen Begriff, die Vernunft im Sinne Hegels hätte, die dann irgendwie selber heimlich operiert, so metaphysisch will ich mich gar nicht äußern. Dazu bin ich viel zu sehr Historiker. Es geht wirklich um vernünftige Schriften, die aber trotzdem nicht publiziert werden durften. Mich interessiert, weil Sie auch recht viel Wert darauf legen, auf diese Fallstudien, das heißt, Sie wirklich sehr, sehr tief reingeguckt haben in die verschiedensten Dinge. Sie sprechen dann nicht nur von Briefen oder von Dokumenten, sondern auch von Berichten über Gespräche zum Beispiel. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Wie haben Sie das gemacht? Also ich meine, gerade diese indirekten Dinge sind ein bisschen schwierig. Wenn Sie Berichte von Gesprächen erwähnen, da bin ich tatsächlich beeinflusst durch meinen Lehrer Dieter Henrich, der in ganz anderen Bereich, nämlich im deutschen Idealismus und auch gar nicht über Heimlichkeiten gearbeitet hat, aber mir einen Sinn vermittelt hat für das, was er Gesprächslagen genannt hat. Also er hat gesagt, man hat hier die großen Werke von Hegel, von Schelling, von Fichte und kann aber gar nicht verstehen, wie so große Denker in so kurzer Zeit eine solche Abfolge von fantastischen Systemen entworfen haben. Das heißt, man muss irgendwie kommen auf die Zwischenräume, man muss irgendwelche kleineren, übersehenen Denker, die vielleicht da eine Vermittlung gespielt haben, wiederentdecken. Und letztlich muss man fast Woche für Woche, da hat er sein großes Jena-Projekt hier in München gehabt, fast Woche für Woche versuchen zu verstehen, was die Leute untereinander mündlich geredet haben, um dann aus dieser Rekonstruktion von Gesprächslagen zu verstehen, deshalb ist das der Gedanke dahin übergesprungen und konnte dann fruchtbar werden für ein neues großes Werk. In meinem Fall sind die Gesprächslagen ganz andere, da sind die einfach
zunächst mal nicht dokumentiert, weil sich das alles in so einem heimlichen Bereich hinter verschlossenen Türen abgespielt hat. Aber gerade weil die Sachen nicht publiziert sind, muss ich tatsächlich auch rekonstruieren, was konnte da gesprochen werden worden sein, und braucht dann tatsächlich solche Quellen wie Briefe oder auch, dass jemand Marginalien in seine Exemplare der Bücher geschrieben hat, gestern den und den getroffen, mit ihm darüber geredet, ja, und so kommt man dann so ein bisschen tatsächlich auch auf diese mündliche, ja, sehr flüchtige Schicht. Als Historiker ist immer das, was wirklich verweht ist, was nicht schriftlich ist. Gibt es Tagebücher aus der Zeit? Gibt es vielleicht Spitzelberichte oder sowas? Ja, also Spitzelberichte manchmal. Robert Darnton, der berühmte amerikanische Historiker, hat gern mit Pariser Spitzelberichten gearbeitet, als er so die französische radikale Spätaufklärung aufgearbeitet hat. Das habe ich nicht gefunden. Auch leider kaum Tagebücher, weil meine Protagonisten, da sind keine Tagebücher bekannt. Das wäre natürlich... Visitationsprotokolle von den Superintendenten, von den Kirchenoberen? Habe ich auch keine gefunden. Vielleicht, wenn ich sozusagen Kirchenhistoriker überhaupt als Historiker reingekommen wäre oder als Zensurhistoriker, hätte ich vielleicht in der Weise angefangen. Aber da ich ursprünglich Philosoph bin, bin ich von den Texten hergekommen, von den Ideen, und habe dann versucht, Informationen zu finden. Das ist tatsächlich ein anderer Zugang. Viele Historiker fangen tatsächlich an in diesem Bereich Zensurgeschichte. Wir gehen in die Archive, was sind da an Zensurakten? Das habe ich in Einzelfällen gemacht, aber meistens bin ich von den Texten und den Ideen hergekommen. Bei Ihrer Suche nach, ja, ich hätte fast der Wahrheit gesagt, aber davon sind wir ja prinzipiell weit entfernt. Nein, aber bei Ihrer Suche nach Quellen, nach Informationen zu dem Thema, zu Ihrer Grundthese, wie haben Sie den Moment definiert, da breche ich jetzt ab, weil das führt mich ins private Leben dieses Herrn oder der, meistens sind es ja Männer gewesen, dieses Herrn, das interessiert es nicht mehr für die Idee? Gibt es Frauen, die in der Zeit... Leider nicht. Also die Frauengeschichte ist nochmal eine ganz eigene, quasi klandestine Geschichte, weil natürlich gab es einzelne intellektuelle Frauen, die aus anderen Gründen nicht publizieren konnten, nicht weil sie so radikal waren, sondern weil sie selber eben nicht sozusagen das Standing hatten im Sinne des Blickes der Männer. Insofern eine ganz andere Geschichte, aber mit einigen interessanten Parallelen. Eigentlich habe ich es nirgendwo abgebrochen. Ich habe die Quellen verfolgt bis zum allerletzten, was wir so ausgepresst sozusagen, wie es nur irgendwie ging. Und selbst wenn ich manchmal nur Schnipsel hatte, musste ich noch immer noch ziemlich viel interpretieren. Also gerade wenn ich meine Thesen, also den Verdacht hatte, da hat jemand eher einen Scherz gemacht, als dass er jetzt der Superradikale war, dann muss ich wirklich manchmal die Wörter auf die Goldwaage legen. Aber ich wünschte, ich wäre überhaupt in der luxuriösen Lage gewesen, irgendwo abbrechen zu müssen. Also so reichhaltig sind die Quellen da gar nicht. Wenn man jetzt an 20. Jahrhundert denkt und irgendwie Klaus Mann oder irgendwelche solche Autoren, da mag es sein, so, das ist jetzt vielleicht wirklich privat, das ist nicht ideengeschichtlich relevant. Nee, bis dahin bin ich nie gekommen. Ah, ja. Dazu sind die Quellen zu mager. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, überhaupt so halbwegs den Überblick über das zu behalten, was man sammelt. Also wir kennen alle die Zettelkästen von Arno Schmidt. Das sind ja zigtausende von Fetzeln, von Informationen, von Satzbruchteilen in ganz anderer Weise. Aber letztendlich war ja das seine Art zu arbeiten. Wie haben Sie das gemacht? Ich habe in meinem Leben immer mal wieder angefangen, Karteikästen zu führen, und ich habe nicht die Disziplin dafür. Also das habe ich nie gemacht. Ich hatte in der Zeit so kleine Metallschränkchen mit verschiedenen Schubladen, und jeder Aufsatzprojekt oder auch jedes Kapitel hat eine Schublade gekriegt, bis die Schublade voll war. Dann musste ich eine zweite Schublade anbrechen.
bei dem Umzug nach Amerika sind mir dann einige von diesen Metallkästen runtergefallen und waren in sich verbogen. Dann gingen die Schubladen nicht mehr richtig auf. Jetzt bin ich schubladenlos. Also inzwischen trägt man ja vieles dann einfach in die Dateien. Ich mache mir dann Notizen zu einem bestimmten Aufsatzprojekt und dann sozusagen der Text oder die Reinschrift. Aber früher war es noch mehr so diese Schubladentechnik und da kamen dann kleine Zettelchen rein oder ganze geschriebene DIN A4 Seiten und so habe ich es halbwegs beieinander gehalten. Aber ich habe ja gesagt, ich hatte so viele Kapitel damals noch weiter in Arbeit, wo ich mir sagen musste, mir platzt der Kopf langsam und jetzt mache ich mal das, was einigermaßen fertig ist, zu Ende. Und das andere hebe ich auf zum St. Limmerleinstag. Mhm. War das dann auch der Moment, eben die ausgewählten Personen eben als Detailstudierten zu bearbeiten? Ja, also manchmal sind es tatsächlich Personen wie dieser Herr Bucher oder der Herr Arpe und so, meine Herr Heubel, manchmal lerne ich dann heute noch die Nachfahren kennen. Das ist immer ganz witzig. Dann schreibt mich ein Herr Heubel an und sagt, ja, Sie haben ja über meinen Vorfahren geschrieben. Aber manchmal ist es auch ein bisschen diffuser. Da geht es um Gesamtthemen. Ja, was hat die Idolatrie zu tun mit Naturwissenschaft und Religionsfragen? Dann ist es nicht ganz so personenzentriert. Aber meistens stelle ich fest, bin ich doch jemand, der sich dann doch festbeißt an bestimmten Personen und wirklich verstehen möchte, was in denen vorgegangen ist. Da bin ich gar nicht groß postmodern oder modern, sondern habe so ein bisschen rankischen Impuls. Ja, ich möchte wirklich wissen, was ist da passiert, weshalb ich auch die anonymen Schriften unbedingt die Autoren identifizieren möchte. Also nicht mit Foucault sagen, da sind Diskurse das kann man einander zur Beziehung setzen. Das widerstrebt mir sehr. Ich suche wirklich den echten Menschen dahinter und möchte tatsächlich verstehen, hat der jetzt Witze gemacht oder war der vorher ganz orthodox und was um Gottes Willen hat den in den Atheismus getrieben? Mhm. Nun ist ja, wenn man gerade Personen in der Vergangenheit betrachtet, wenn man anfängt zum Beispiel, ändert sich das Bild ja von demjenigen. Er wird ja auch älter in der Zeit und hat andere Auffassungen meinetwegen, hat Erkenntnisse. Wie gehen Sie mit so einer Entwicklung des Menschen um, den Sie, greifen Sie gerne irgendeinen beliebigen heraus, der Ihnen jetzt gerade einfällt, der besonders, ja, volatil, würde man heute sagen, gewesen ist? Nehmen wir mal diesen Herrn Bucher, ein Medizinstudent an der Universität Wittenberg, der sicherlich ganz normal angefangen hat als ein begabter junger Pfarrerssohn aus Sachsen und der dann so in Vorlesungen kommt über die Unsterblichkeit der Tierseele dann die Aufgabe kriegt von den Professoren, jetzt argumentier mal dagegen. Also überleg dir Argumente für die Sterblichkeit der Tierseele, natürlich nicht der Menschenseele. Aber gleichzeitig, das sagt wieder dieser Diskurs damals, war eben so sehr auf Unsterblichkeit gepolt, dass das Ganze geradezu übergeschwappt ist, auch zu den Tieren. Und da wird es dann teilweise wirklich absurd. Und wenn man dann dagegen argumentiert, kann man wiederum überschwappen auf die Menschenseele. Und auf einmal hat dieser Student dann sich gedacht, so rekonstruiere ich das, ja, wenn meine Argumente greifen, dass auch mit dem Tier dann auch dessen Seele stirbt, eigentlich gelten diese Argumenten doch auch für Menschen. Und dann so in meiner Rekonstruktion eben der Entwicklungsgeschichte hat sich so langsam sein Denken verschoben. Aber es ist dann ja überhaupt nicht so, dass dann einer gleich zum Atheisten wird oder zum Mortalisten, dass er meint, alle Seelen sind sterblich, was damals der Kirche widersprach und dadurch extrem heretisch war. Heute kann jeder denken, was er will, aber das war damals ganz anders. Und da fängt es für mich an, spannend zu werden. Die kleinen Schritte und die Situationsverschiebungen hier und da, die noch nötig werden, damit er wirklich vielleicht 5 oder 10 Jahre später sagt,
Mein Gott, ich bin tatsächlich ein so Radikaler, dass ich kann nicht anders, mit Luther zu sprechen, als das wirklich zu leugnen. Und dann sehe ich da, der liest nicht mal die Texte, die in England geschrieben worden sind, wo es solche Leute gab, solche Mortalisten, sondern er kommt nur an die Rezensionen in einer theologischen Fachzeitschrift rein. Aber das reicht ihm dann, ein bisschen weiterzukommen. Und dann wechselt er die Uni von Wittenberg nach Halle. Und da sind dann einige neuere Strömungen in der Medizin, die sagen, ja, der Körper ist so und so aufgebaut und da kriegt er so ein bisschen naturwissenschaftliches Fundament und eignet sich da immer mehr an. Und dann ist er aber immer noch nicht so weit, dass er jetzt irgendwie einen radikalen Traktat herausbringen will, sondern nein, er sagt, ich bin in solche Zweifel gekommen, jetzt schreibe ich mal an meinen alten Professor in Wittenberg, den Herrn Röschel, und schreib ihm mal meine ganzen Probleme, die ich da habe mit diesem Thema. Und der Röschel schreibt zurück und ich schreibe wieder hin, gibt so einen kleinen Briefwechsel. Und das war's, aber das ist liegen geblieben. Und nur durch einen Zufall habe ich dann festgestellt, als dieser Herr Röschel tot war in Wittenberg, hat das dessen Nachlassverwalter in die Hände gekriegt und der hat es irgendjemand zugespielt und der wiederum war ein Frühaufklärer, der gesagt hat, hey, mit solchen Argumenten kann man doch hier Wind machen. Und der hat es wiederum zu einem Verleger gegeben und der hat es anonym veröffentlicht, ohne die Namen der Beteiligten. So kompliziert kann manchmal ein Weg sein, dass eine sogenannte radikale Schrift, also eine Schrift gegen die Unsterblichkeit der Seele, rauskommt. Mhm. Und das ist also zum einen die persönliche Entwicklung, die ich da rekonstruiere, und zum anderen aber all diese Umstände drumherum, die da beigetragen haben. Und ich fand interessant diese Verknüpfung zwischen Seele und Gehirn, die dort gesehen wurde und aus unserer heutigen Sicht etwas seltsam ist. Aber wie sind die Menschen oder die sie betrachtet haben, damit wirklich umgegangen? Ja, das ist ich bin dieser Sache vor ein paar Jahren noch weitergegangen, weil ich dann diesen Text tatsächlich dann ediert habe in der Reprintausgabe und dann meine Studie in dem Fall noch sehr viel weiter geschrieben habe. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch ein bisschen mal eingelassen auf die Gehirnphysiologie der Zeit und habe mir die Wittenberger Lehrbücher dann auch angeschaut, die dieser Mensch gelesen hat. Das ist natürlich von heute gesehen furchtbar primitiv alles. Ja, also man hat so diese anatomischen Ergebnisse, sieht da die und die Ventrikel und überlegt sich, kann das da die und die Einflüsse geben. Und daraus haben sich dann manche Leute versucht, so eine Art materialistisches Weltbild des Denkens herzuleiten. Die Gegner haben dann immer wieder darauf hingewiesen, auch wir wissen ja ganz wenig, aber das sagt auch dieser Bucher selber. Also uns ist klar, da gibt es noch ganz vieles zu erforschen, aber mir scheint doch, das Ganze wären rein körperliche. Also diese körperlichen Effekte, die man hat bei Depression, sozusagen Melancholie hieß das damals, verändern sich die Denkweisen und so, dass solche Dinge haben die jungen Leute damals beschäftigt. Kann man da generell sagen, dass diese Universitätsgründungen spätes 17., frühes 18. Jahrhundert, dass da ein anderer Geist geherrscht hat und andere Leute sich versammelt haben? Ja, also eben Wittenberg war schon eine ältere Universität und Halle war dann die Neugründung, ursprünglich auch gar nicht als komplette Reformuniversität geplant, weiß man heute, sondern eher so im Stile von Helmstedt als so eine liberalere, und dies hat dann so eine Eigendynamik gewonnen, weil jemand wie Christian Thomasius dahin gekommen ist und der dann wirklich da ganz aufklärerisch gewirkt hat. Im Zusammenspiel so ein bisschen auch mit den Medizinern wie Hoffmann und Stahl, da kamen dann wieder andere Impulse und dann kamen die Pietisten dazu. Und auf einmal war so ein Mix da, wo man dann sagte, ah, du gehst nach Halle, dann kommst du entweder als Pietist wieder raus oder als Atheist. Das war natürlich so von außen gesagt und wollte nur so das Ganze abkanzeln, aber es hat auch irgendwas Richtiges. Und sind das so bestimmte Schwerpunkte oder gab es das dann an Akademien, an den wissenschaftlichen Gymnasien oder sind das nur universitär?
Nicht mal unbedingt. Also wenn ich meine Spuren langsam verfolge, komme ich auch manchmal an akademische Gymnasien. Also dieser Reimarus, der ja der erste große Bibelkritiker in Deutschland war, war nicht an einer Universität, sondern Professor am Akademischen Gymnasium in Hamburg. An den Akademien, ja, also gerade diesen Bucher nochmal aufzugreifen. Durch eine Widmung habe ich herausgefunden, dass sein Patron der Herr Tschirnhaus war. Und das war so ein Adliger in Sachsen und in der Lausitz, der so im Stile von Leibniz sehr groß europäisch gedacht hat. Ein großer Naturwissenschaftler, der auf so einem Gut seine eigenen Experimentalforschungen gemacht hat. Also heutzutage wäre das auch eben Akademie und gerade nicht die Uni, die eher noch verpflichtet ist auf bestimmte Texte oder Anschauungen. Und da merkt man dann so diese Patronageverhältnisse. Da ist so ein unabhängiger Naturwissenschaftler und der hat diesen begabten jungen Nachwuchswissenschaftler gesehen und ihm gesagt, ich gebe dir ein bisschen Geld, forsch mal. Also auch das gehört dazu, wenn solche Leute sich auf einmal trauen zu sagen, nee, die Seele ist sterblich. Mhm. Wir hatten ja schon den Pietismus. Wie ist denn generell die Bedeutung des lutheranischen Christentums? Also ich denke jetzt eben gerade alle natürlich, Leipzig, aber dann hat die Akademiegründung in Schweinfurt, glaube ich, war die. Sie handelt lutheranischer Art. Und so weiter. Also es ist ja im katholischen Bereich, ist wohl im deutschsprachigen Bereich wenig. Es ist wenig. Also ich bin auch gefragt worden, bist du nicht zu einseitig? All deine Fälle sind nur lutherisches, manchmal calvinistisches Deutschland, also Protestantismus. Mhm. Du hast gar keine Fälle aus dem katholischen Bereich, aber meine Spuren haben mich da einfach nicht hingeführt. Gab es da Denkverbote oder gab es also Transportverbote? Wurde kontrolliert, die Schriften? Nee, wenn man jetzt sehr, sehr stark suchen würde, würde man vielleicht an einigen Stellen schon auch ein bisschen Heterodoxie, zum Beispiel Aufnahme des sogenannten Jansenismus aus Frankreich und so bestimmte Spuren finden, die etwas mehr ins Radikale gehen, aber es ist doch eindeutig, dass da, wo der neue Geist und Dampfer, das waren die protestantischen Universitäten. Und das heißt vor allen Dingen Mitteldeutschland, ja, Leipzig, Jena, auch Wittenberg, obwohl es die Hochburg der Orthodoxen war. Aber eines meiner Argumente ist, dass gerade da, wo besonders fast übertrieben lutherische Orthodoxie gepredigt wird, man teilweise auch junge Leute herangezüchtet hat, die so einen Widerwillen gekriegt haben, die Pfarrer werden sollten und sich irgendwann gesagt haben, das ist mir zu blöd, das mache ich nicht mehr mit. Dann haben sie das Studienfach gewechselt, sind oft Mediziner oder so geworden. Schon daran erkennt man, da ist etwas in denen vorgegangen. Und dann sind das manchmal diejenigen, die dann ganz übel, richtig mit einem gewissen Hass auch schreiben gegen das orthodoxe Luthertum. Mhm. Ihre Vorgehensweise mit Fallbeispielen, ich habe überhaupt keinen Überblick über Ihr Fach. Ist das etwas schon längere Zeit Bekanntes oder haben Sie damit stark begonnen? Also als Philosoph war es mir jetzt nicht so vertraut. Da macht man eher der Begriff so und so bei Kant oder so. Ja, das sind so die Standard-Fragestellungen. Also da musste ich mir tatsächlich dieses Detektivische erst langsam antrainieren. Wie datiert man eine Schrift? Also überhaupt so Historiker-Tugenden, da ich nie so richtig Geschichte studiert habe, obwohl ich bei Frau Böhm im Kolloquium war und dann später bei Winfried Schulze hier, als ich schon promoviert war, allerdings dann sehr viel in den Seminaren gesessen habe, war ich nicht von der Pike auf mit, wie transkribiert man einen Text, wie macht man dies und dieses. Das habe ich alles nie so richtig gelernt, war so ein bisschen autodidaktisch. Aber da musste ich dann langsam reinkommen und dann solche Tugenden quasi auch entwickeln. Mhm. Ja. Und da gab es keinen Gegenwind von den gestandenen Personen, die sich damit schon lange auseinandersetzen? Nee, wenn das überzeugt eigentlich, also es kann natürlich, manche würden immer sagen, gerade bei den Philosophen, ja, Fallstudien und so, aber das ist ja nicht generell, du hast ja keine generelle Aussage für die Aufklärung, das Wesen der Aufklärung, für die makrostrukturellen Entwicklungen, was eher so ein traditioneller Historikerzugang wäre.
dagegen habe ich dann gesagt, ich brauche dieses Fallstudium, um überhaupt so ein bisschen mit Carlo Ginzburg zu reden, so Mikrohistorie zu treiben. Also gerade wenn ich gegen die üblichen Stereotypen argumentiere, brauche ich Evidenzen wirklich aus dem kleinsten Mikrobereich, um das Ganze dann vielleicht zumindest so auf eine mittlere Ebene zu heben. Und deswegen spreche ich so von Theorien mittlerer Reichweite. Jedes Kapitel hat so eine gewisse Mesotheorie sozusagen, wo ich etwas mehr verallgemeinere, aber nicht sage, also die Grundtendenz der Frühaufklärung ist Spinoza oder so gewesen. Sowas würde ich nie sagen. Mhm. Also Sie sind dann an der Stelle eher ein Vertreter der, ja, des Besonderen und nicht so des Allgemeinen. Genau, geprägt von Carlo Ginzburg in Italien, aber noch mehr in der Zeit eigentlich wirklich von Robert Darnton in Amerika, der wirklich faszinierende Bücher und Aufsätze geschrieben hat zu solchen verfolgten Radikalen in Frankreich. Und das sind wirklich auch wahre Krimis und das hat mich extrem beeindruckt. Und da habe ich mir gedacht, so möchte ich auch schreiben können. Wenn wir jetzt schon die USA ansprechen, wie weit haben deutsche Auswanderer die radikale Frühaufklärung in die neuen Staaten mitgebracht? Ja, das gibt einen Fall, den ich damals noch nicht kannte und der jetzt, kann ich gleich Werbung machen, in meinem Buch, was demnächst bei Wagenbach rauskommt, wo es um Zweifler und Verzweifelte um 1700 geht, das ist der Untertitel, also Aufklärungsdinge ist der Haupttitel. Und da gehe ich auf so jemanden ein, der heißt Christian Prieber. Der hat so im Gottsched-Umkreis 1730er, 40er Jahre Naturrecht, Jura studiert. Und dann war ihm das offenbar in Deutschland alles zu dumm. Und er hat im Gegensatz zu meinen Leuten nicht den Ausweg gesucht, okay, dann bewege ich mich wenigstens im Untergrund und schreibe solche Manuskripte. Sondern er hat den anderen Weg beschritten und hat gesagt, ich wandere aus, ist nach London, hat sich da eingeschifft. Nach Carolina, zu den neuen, damals relativ neuen englischen Kolonien, weil er gehört hatte, da sind die Cherokee-Indianer, ist zu den Indianern übergelaufen, hat denen gesagt, hier, ich komme zu euch in friedlicher Absicht, ich will euch beibringen, wie ihr eure Rechte gegen die Engländer stark machen könnt. Und er hat es so weit gegangen, hat dann einige Jahre bei den Indianern gelebt, ist von denen auch sehr anerkannt worden, ist zu einem der Ältesten gemacht worden und hat dann angefangen, da einen Idealstaat zu gründen, wo er aber auch freigelassene Sklaven, also schwarze Sklaven, alle möglichen exilierten Leute sammeln wollte in einem Anti-Staat. Und da sind die Engländer dann wirklich wach geworden, haben gesagt, den Typen müssen wir gefangen nehmen, haben richtige Greifkommandos geschickt, haben ihn tatsächlich auch gefasst dann irgendwann, nachdem er immer wieder geschickt ausgewichen war, ein paar Jahre lang, haben ihn in ein Gefängnis vor der Küste geschleppt von Carolina und da ist er dann zugrunde gegangen, elendlich. Und das Buch, was er geschrieben hat, das wäre ihm auch so ein radikaler Traktat, nur handschriftlich, hätte er gern noch veröffentlicht, hat er genannt Mein Paradies, also über seinen Idealstaat und sicherlich seine Ideen von Spinoza, vom Naturrecht her kommend, wie ein Staat aussehen sollte, ist weg. Wie so viele, das nenne ich dann prekäres Wissen, da war mal Wissen da, das ist verrottet von irgendeinem Engländer, wahrscheinlich ins Wasser geschmissen worden, sage ich jetzt mal ganz ungeschützt. Und das wird in der US-Forschung rezipiert? Ich habe das tatsächlich kennengelernt durch einen US-Schriftsteller, John Sullivan, der darüber ein großes Buch schreiben wollte, leider bis jetzt immer noch nicht fertig geschrieben hat. Den hatte ich mal kennengelernt, der hat mir die Geschichte erzählt. Daraufhin habe ich gesehen, dass es auch in Deutschland schon gewisse Publikationen zu diesem Prieber gab. Aber vieles ist immer noch unklar, weil man immer noch, also gerade als Ideenhistoriker, möchte man dann wirklich wissen, was stand in diesem Buch, was wir nicht mehr haben. Ja, das würde eine entscheidende Lücke für uns Ideengeschichtler auch schließen, also zwischen Gottsched, Naturrecht, Spinoza, was ist da möglich? Und der John Sullivan hat sogar die Idee, dass das, was später Morelli, ein berühmter
Protokommunist in Frankreich geschrieben hat, dass der vielleicht dieses Priber-Buch in Händen gehabt haben könnte und daraus seine Ideen entwickelt. Ist extrem spekulativ, aber wenn man so etwas substanziieren würde, dann hätte man auf einmal eine Linie von der deutschen Radikalaufklärung über Amerika zum französischen Radikalaufklärung und dann zum Kommunismus. Ja, dann sind auf einmal die großen Linien da. Das ist aber noch viel Spekulation. Das sind so die, also überhaupt in dem Priber hat man in Deutschland völlig vergessen gehabt. Und am ehesten durch so einige Lokalüberlieferungen, weil der John Sullivan da auch aus Carolina und dieser Gegend kommt, hat der immer sich gesagt, ja, den möchte, also irgendwie im Schulunterricht oder so mal von dem gehört. Das ist doch eine ganz andere Gründung von Amerika als dann die Gründung 1776, weil die hatten damals immer noch Sklaven, aber wäre der Priber sozusagen zum Gründervater von Amerika einige Jahrzehnte vorher geworden, dann wäre Amerika gleich auf der richtigen Basis von Gleichheit und Nichtsklaverei gegründet worden. Verstehe. Ja. Aber vielleicht können wir nochmal zu der europäischen Dimension zurückkommen. Also jetzt aus meiner Schul- und Studienzeit war das für mich jetzt überraschend, eben zu lesen, dass die deutsche Frühaufklärung eben eine europäische Dimension hat. Das war für mich völlig neu. Wie muss man sich den Austausch vorstellen? Die waren auf Reisen, von mir aus Kavalierstour oder was ähnliches, oder Studienaufhalte, und haben sich getroffen. Gab es da Zirkel, gab es da Clubs, gab es? Also das war gar nicht mal nötig, weil eigentlich alle großen Gelehrten-Debatten hatten immer eine europäische Dimension, wurden ja meistens auch noch auf Latein geführt. Dass jetzt Christian Thomasius in Halle auch deutsche Vorlesungen gehalten hat, war ja was ganz Neues und Provokatives, aber die normale Sprache war immer noch Latein und damit war man unmittelbar sofort immer im europäischen Diskurs. Was es jetzt vor mir gegeben hat und was sich woran ich angeknüpft habe, war die Aufklärung zur die Forschung zur Frühaufklärung, die Leute wie Werner Schneiders und so in den 70er Jahren hochgebracht hatten. Da gab es dann einige gute und wichtige Bücher, auf die man aufbauen konnte. Das war aber das, was ich so den liberalen Rand nenne der deutschen Universitätsphilosophie. Das waren die Reformer. Und das ist sozusagen links, neben den Reformern, anachronistisch gesprochen, doch eine ganze Reihe von vereinzelten Typen gab, die man vergessen hat. Das war in der Weise nur ganz wenigen Spezialisten bekannt. Ja, jetzt ganz banal gedacht. An welchen Orten haben sich getroffen? In Privathäusern, in Ratssitzen? Meiner Meinung nach kaum getroffen. Das ist so eine These meines Buches, dass die meisten doch ganz schön vereinzelt waren. Also dieser Herr Bucher saß da in seiner Studentenstube und wusste mit seinen Gedanken nicht woanders hin, als seinen alten Professor zu fragen. Der hatte keine radikalen Kreise, mit denen er groß dann debattiert hat, keine Clubs. Also diese ganze Sozietätenbewegung ist eben später, das ist erst Mitte des 18. Jahrhunderts, da hätte man sich dann in Freimaurer- oder Illuminatenzirkeln getroffen, aber das ist damals noch gar nicht der Fall. Manchmal kann ich sehen, dass Einzelne sich zufällig gekannt haben von den Radikalen, aber der eine sitzt in Hamburg, der andere sitzt in Braunschweig und so. Und die große rein logistische Schwierigkeit war auch, selbst wenn man jetzt als jemand in Hamburg den handschriftlichen, heimlich kursierenden Traktat von jemanden in Berlin in Händen hatte, da stand ja nicht der Name und die Adresse drauf. Da stand ja überhaupt kein Name drauf oder irgendein seltsames Pseudonym, Cosmopolitanus. Und woher soll ich denn wissen, dass das der Typ da in Berlin ist, zu dem ich vielleicht mal hinreisen könnte und mich mit ihm austauschen? Also das war zu gefährlich in irgendeiner Form, was persönlich ist. Also erstmal hätte ich irgendwie über die Informationen haben müssen. Also die Leute haben sicherlich selber angefangen, detektivisch zu sehen, wer sind denn da meine Mitverschworenen? Haben das meistens aber nicht rausgekriegt, manchmal vielleicht schon, aber selbst wenn mal dieser Fall da gewesen wäre, ich habe den Fall mal in einem anderen Buch rekonstruiert, da sitzt dieser Reimarus, also ein gut bestallter Professor aus den höheren Kreisen in Hamburg, sitzt dann da und der hat einen
Herrn Schade zu Gast, der mal zu ihm gekommen ist und sagt, ja, wollen Sie in meiner Gesellschaft mitmachen? Und beide sind in Wirklichkeit radikale Kritiker des Christentums. Und ich habe mich gefragt, haben die sich das bei diesem Treffen, wo ich weiß, das ist dokumentiert, haben die sich offen ausgesprochen? Habe ich lang drüber nachgedacht. Ich glaube nicht, weil für beide, vor allen Dingen für diesen gut etablierten Reimarus, war das einfach zu riskant. Also wer weiß denn schon, was dieser andere Mensch da, den er kaum kennt, mit dem Wissen macht, wenn man sich gegenseitig so offenbart, ja, eigentlich im tiefsten Herzen bin ich. Also wird man so ein bisschen so um den Brei herum geredet haben, erkannt haben, aha, der andere denkt vielleicht auch so, und ich glaube, weiter ist man nicht gegangen. Da muss man, glaube ich, wirklich psychologisch sozusagen oder auch kommunikationstheoretisch mitdenken, wie kann das überhaupt abgelaufen sein? Es ist also doch sehr viel Nebel noch über der Szene letztendlich. Sowieso, aber man muss sich, glaube ich, auch trauen, nicht zu schnell zu sagen, darüber können wir sowieso nichts sagen, das sind mündliche Gespräche gewesen, sondern da bin ich vielleicht also auch manchmal etwas sehr forsch oder so, aber da möchte ich dann wirklich auch spekulieren und mit solchen Überlegungen tatsächlich sagen, wie kann denn das abgelaufen sein überhaupt? Verstehe. Wir haben auch einiges gehört jetzt auch über ja, letztendlich aus dem Christentum kommende Zweifel, Veränderungswünsche oder auch Ungläubigkeiten sozusagen. Wie sieht das aus mit den jüdischen Bewohnern Deutschlands zu dieser Zeit? Die waren meist eine recht geschlossene Community für sich und hatten eigene Probleme auch. Man denke an Spinoza, der ist ein Jude, der in Amsterdam auch aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen worden ist, weil er zu unbequeme Ansichten hatte. Aber was auf die Aufklärung gewirkt hat, waren interessanterweise gerade nicht die, also natürlich hat Spinoza auch auf die Deutschen gewirkt, aber man denkt immer, nur Radikale können auf Radikale wirken. Ganz falsch gedacht. Gerade die besonders orthodoxen Juden haben Traktate geschrieben, die sie auch nicht publizieren dürften, wenn sie in Deutschland gelebt haben, also sie sind nur so in jüdischen Kreisen zirkuliert, gegen die Trinität und gegen das Christentum. Also warum die Jesaja-Schriften nicht auf Christus vorausweisen, was so einer dieser Beweise war, typologisch, sondern nur bestimmte jüdische Referenzen haben. Also da wurden lauter Argumente entwickelt, warum das Christentum nicht richtig ist. Wenn jetzt aber solche Manuskripte irgendwie mal an nicht-jüdische Radikale gekommen sind, dann haben die sich gedacht, oh schön, die Argumente nehme ich. Die nehme ich gleich auf in meinen antichristlichen Traktat. Verstehe. Das hat Richard Popkin sehr schön gezeigt, einer der von den Amerikanern, die mich auch sehr beeinflusst haben. Der hat gezeigt, aha, da ist mal eine ganze jüdische Bibliothek an Anthony Collins in England verkauft worden, einen Freidenker. Und der hat sich dieser Argumente bedient und hat dann seine antichristlichen Schriften rausgebracht. Verstehe. Ja. Nun gab es ja nicht nur die Kirche, die etwas gegen solche aufklärerischen Gedanken gehabt hat, sondern, ja, ich nenne es mal den Staat, wenn man ihn auch so noch nicht bezeichnen kann, aber die Obrigkeit an der Stelle, Sie wissen, was ich meine. Wie ist die denn damit umgegangen? Hat sie sich dafür überhaupt interessiert, oder? Die musste sich dafür interessieren. Oft haben sich Kirchenräte beschwert dann bei der Obrigkeit und dann ist die Obrigkeit eingeschritten. Die hatte dann quasi Polizeifunktion und hat dann Schriften beschlagnahmt, Leuten Verbote erteilt, inhaftiert. Also im 18. Jahrhundert sind keine Leute mehr auf den Scheiterhaufen gekommen in Deutschland, aber Leute sind natürlich in ihrer Karriere komplett geknickt worden. Also die hatten danach, auch wenn es tolle Intellektuelle waren, keinerlei Chance, irgendwo mehr eine Uni-Anstellung zu bekommen, aber auch keine anderen Anstellungen, weil deren Ruf ist denen vorausgeeilt. Du bist ja Spinozist und so dich wollen wir hier nicht haben. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass mehrere der Leute, die ich untersucht habe, Selbstmordversuche unternommen haben. Es gibt auch andere, die sich wirklich dann umgebracht haben.
die dann einfach so verzweifelt waren, ja, aus in dieser Lage komplett isoliert, keine Einkommensmöglichkeit mehr, dass sie sich, ja, der eine hat sich mit einer Schere die Pulsadern aufgerissen. Das sind dann doch, merkt man, dass da geht es schon um Leben und Tod, um sehr heftige Fälle auch. Naja, verstehe schon. Ich habe relativ viel mit China zu tun und letztendlich aber auch mit anderen Bereichen in Asien. Und dort ist es nicht außergewöhnlich, dass man eine direkte Verehrung zum Beispiel von Schriftzeichen hat, von Bildern, von Abbildungen. Und sowas gab es ja zu der Zeit auch in Deutschland. Götzendienst oder meinetwegen auch die Reliquiengeschichten. Wie stark war denn dort die aufklärerische Ablehnung oder wie muss ich mir das vorstellen? Also im katholischen Bereich, Italien, Frankreich und so gibt es tatsächlich viele Traktate, die sich gerade gegen sowas richten. Aberglauben, Reliquienverehrung, Marienverehrung. Weshalb in den Bereichen die Radikalität meistens auch besonders heftig ausfällt und da sind dann Leute meistens auch dann wirklich komplett kontra und sagen, es gibt keinen Gott, basta, wir sind Atheisten. Im protestantischen Bereich kann man immer sagen, ja, Luther hat damit ja schon aufgeräumt mit diesen ganzen Sachen. Wir Protestanten haben keinen Marienglauben mehr und Aberglauben und so. Das hat tatsächlich auch den meisten Schwung sozusagen in die Richtung aufgefangen, weshalb tatsächlich der allergrößte Teil der deutschen Aufklärung reformerisch ist und nicht antichristlich, sondern eher gesagt hat, wir müssen Luthers Impuls einfach fortsetzen. Aber einzelne Leute gab es dann doch, die gesagt haben, nein, das Ganze ist von Grund auf falsch und man kann die christlichen Beweise für das Christentum, aber auch philosophische Beweise für die Existenz Gottes, kann man nicht aufrechterhalten. Und dann wird wirklich teilweise auch richtig philosophisch argumentiert. Mich beschäftigt noch die eingangs genannte englische Schrift zur Frühaufklärung, die ungefähr zeitgleich erschienen ist. Jonathan Israel, inwieweit unterscheiden sich die beiden Ansätze? Das würde mich jetzt doch interessieren, vor allen Dingen dann auch vor dem Hintergrund radikal. Radikal für wen? Für den Zeitgenossen? Für die Autoren? Also Israels Buch ist tatsächlich ein richtiger Bestseller geworden. Der ist noch dicker als mein Buch, auch super gelehrt. Aber irgendwie hat er es tatsächlich geschafft, auf die Bestsellerlisten zu kommen. Was für so, also sonst kann man das vielleicht mit einem großen Namen, den man dahinter hat, also an Autoren, über die man redet, über Napoleon oder so. Aber das war mal der seltene Fall, dass ein ideengeschichtlicher Bestseller über diese Zeit um 1700 eine enorme Auflage gehabt hat und dann auch noch etliche Folgebände. Das mag damit zu tun haben, dass Israel so aufräumt sozusagen mit den kulturwissenschaftlichen Arbeiten, die es davor gegeben hat, wie der Robert Darnton, von dem ich erzählt habe, der dann eher versucht hat, ja, was sind so die Umstände, Presse, was gab es für Blasphemie und so weiter, also eher sozial und pressegeschichtlich aufgearbeitet hat. Und Israel ist jetzt gekommen, hat gesagt, nein, das Ganze kommt von Spinoza. Spinoza ist der Urgrund der Aufklärung und der hat auch gleich schon sozusagen alle modernen Prinzipien, das demokratische, Gleichheit zwischen Männern und Frauen, alles ist bereits da in Spinoza. Und wir brauchen jetzt nur noch zu schauen, wie setzt sich dieser Spinozismus, wie breitet der sich aus? Und das ist dann die Strömung der Radikalaufklärung, die ist sozusagen die richtige auch, ja. Also das führt zur modernen, säkularen Gesellschaft. Und alles andere, das nennt er, das ist der Moderate Mainstream, der Mainstream-Aufklärung, die sind doch nur halbgar gewesen. Selbst ein Voltaire ist für ihn nur ein moderater Aufklärer. Und die sind zwar auch gegen die Orthodoxen gewesen, aber letztlich kompromisslerisch. Und ich meine, vielleicht ist es wirklich dieser enorme plakative Impetus gewesen von Israels Buch, was ihm den Erfolg beschert hat.
obwohl er, also ich bin auch mit ihm befreundet und schätze das Buch sehr. Also es geht enorm in die Details. Es ist schon auch ein fantastisches Buch. Aber wir unterscheiden uns dadurch, dass er sehr monokausal denkt und ich besonders die völlige Vielfältigkeit der Einflüsse betone. Und arbeitet er ähnlich, dass er auch so eine breite Quellenbasis, also gerade nicht edierte Quellen? Auch da, das macht er wirklich ähnlich und das war ganz spannend. Wir beide benutzen diese Einteilung, die eine andere Forscherin, Margaret Jacob, einige Jahre vorher vorgeschlagen hatte zwischen moderater und radikaler Aufklärung. Und wir beide greifen das auf, arbeiten dieses clandestine Material ein. Ich speziell für Deutschland. Er kommt von den Niederlanden her, wo eben er die Spinozistenzirkel sehr gut kannte und dehnt das Ganze dann immer weiter aus, auch in den Folgebänden. Also das ist da durchaus ähnlich und dadurch ist diese Einteilung dann auch recht bekannt geworden inzwischen. Und die zeitliche Eingrenzung ist ähnlich, also spätes 17. Auch er hat eigentlich den gleichen Blick, spätes 17., frühes 18. und sagt ganz deutlich, die Aufklärung muss fast 100 Jahre vor, also die radikale Aufklärung, man dachte eben, das ist so eine Spätfolge, es wird langsam immer radikaler, bis es dann um 1800 kippt in die Französische Revolution. Und er sagt auch, nein, das Radikale war schon gleich ganz früh. Und da gebe ich ihm auch recht. Das war für mich auch das Überraschende beim Lesen, eben diese sehr frühe Datierung. Und kann man das mit den allgemeinen historischen, wirtschaftlichen Entwicklungen in einen Zusammenhang setzen oder wie? Ja, das ist auch sehr spannend, wie man das damit zusammensetzen kann. Vieles hängt mit dieser Nachkriegsgesellschaft nach dem Dreißigjährigen Krieg zusammen. Den Illusionen, die man verloren hatte, dass vieles dann doch nur noch Machtpolitik war und auch religionsmäßig. Ja, der Fürst hat die Religion, entsprechend müssen die Untertanen, also dieses cuius regio eius religio, das ist schon ein großes Skandalon gewesen für viele. Wie kann das sein? Das ist doch eine Gewissensfrage, meine Religion. Ich kann mich doch nicht einfach danach richten, was der Herrscher macht. Und auch diese Verknöcherungen in der lutherischen Orthodoxie. Man hat denen selber einen Papismus, also katholische Machtstrukturen vorgeworfen. Das ist doch nicht mehr reformerisch, das ist doch längst erstarrt und so. Es war so eine Zeit, wo das deshalb schon sehr früh umkippen konnte. Und auf der anderen Seite, ideengeschichtlich, war Descartes da gewesen und war Gassendi mit dem Atomismus. Hatte sich in der ganzen Naturwissenschaft sehr viel getan. Und das ist alles zusammengeflossen mit solchen Unzufriedenheiten, auch in der Geschichtswissenschaft. Der ganze Skeptizismus sind die alten Quellen. Überhaupt ist denen zu glauben, sind die irgendwie dann auch interessengeleitet gewesen. Da ist vieles, vieles zusammengekommen und hat dann so einen Kippeffekt gehabt. Diese französische Diskussion um die Querelle. Querelle des Anciens et des Modernes, auch, ja, so sind die Antike, ist die wirklich unser Leitstern oder ist die Moderne nicht doch federführend und noch besser als die Antike. Das hat dann auch so ein gewisses Selbstbewusstsein bei manchen Leuten gegeben. Wir sind nicht mehr auf die Antike, vielleicht auch nicht mehr auf die Bibel angewiesen. Also sehr, sehr vieles addiert sich in den 1670er, 1680er Jahren und hat dann bei einigen ganz wenigen Leuten, das sind wirklich völlig isolierte Leute, die so früh, das ist also ein völligen Kippeffekt in auch wirklich einen philosophisch durchargumentierten Atheismus. Einer dieser Texte, Symbolum Sapientiae, ist wahrscheinlich, wenn wir es richtig sehen, wirklich in Wittenberg geschrieben worden von einem, der verwandtschaftlich mit den lutherischen orthodoxen Professoren da verbandelt war, ein Juraprofessor, der seine ganze philosophische Energie auf den Atheismus gewendet hat, wo jeder denken würde, das ist doch die Blütezeit der lutherischen Orthodoxie an dem Ort selber. Es ist wirklich eine Ironie der Geschichte. Erstaunlich, ja. Wenn Sie gefragt werden, das tue ich jetzt mal, für diese Situation der radikalen Frühaufklärung, welches ist da der Haupttreiber?
Ist es die Wissenschaft vielleicht, die Entwicklung der Wissenschaft? Oder was bringt das Ganze nach vorn? Es gibt eben keinen Haupttreiber, das ist meine These. Es gibt ganz viele kleine Treiber. Also da unterscheide ich mich eben von Jonathan Israel, der sagt, es ist ein philosophischer Haupttreiber, es kommt aus der Philosophie raus. Nein, es kommt, glaube ich, aus vielen Einzeldiskussionen in der Historiografie, in der Kirchengeschichte, überhaupt in der Philologie, da kommt vieles her, in der Medizin, in der Physik, in allen möglichen Bereichen. Und es gab dann doch Leute, die waren auch so vielfältig interessiert. Die konnten das wirklich verbinden. Und erst wenn man dieses mit dem verbindet, macht es Knall. Mhm. Und das, so ist es, glaube ich, passiert. Ja. Ich habe deshalb gefragt, weil ich in einem Gespräch, das schon eine Weile her, war eher die Meinung, dass es wahrscheinlich von der starken Entwicklung der Naturwissenschaften kam. Und deswegen fragte ich eben. Ja, das sind so die Standardgeschichten auch. Wie ist die Aufklärung entstanden? Ja, dann kommt Galilei und Descartes und dann werden die Leute immer rationaler. Dazu bin ich dann doch zu sehr auch Geisteswissenschaftler, um zu sehen, welche große Wirkung auch Diskussionen in der Theologie, in der Philologie, in der Geschichtsschreibung haben. Also da bin ich überhaupt nicht so auf der Seite. Es muss unbedingt von der Natur kommen. Das ist mir zu einfach. Verstehe. Dass mir das besonders gefällt, können Sie sich vorstellen. bei meiner Vergangenheit. Aber wir sind ja nun mal im Büro der Bayerischen Einigung und der Bayerischen Volksstiftung. Jetzt muss ich schon nochmal nach Bayern fragen. Ist denn dann die Wissensorganisation, das doch sehr viel auf Klöster- und Jesuitenbildung gefußt hat im späten 17., frühen 18. ein Bremsfaktor, dass hier keine Aufklärung entstanden ist oder keine nachweisbar ist? Ja, also so weit würde ich ja nicht gehen. Es gibt ja inzwischen etliche Bücher, sehr verdienstvolle Bücher über die katholische Aufklärung. Es gab sicherlich eine katholische Aufklärung, die aber oft auch erst in den 1740er Jahren. Keine Frühaufklärung, keine radikale Frühaufklärung. Später losgeht und meistens im Verglichen mit meinen paar versprengten Atheisten dann doch recht moderat ist. Also da macht man tatsächlich, dass man hier und da an kirchlichen Strukturen, am Aberglauben, an diesen jenen Kulten das kritisiert und sich dann auch auf jemand wie Christian Wolf, der Professor in Halle, dann Marburg war, beruft. Und so ein Wolfianismus ist dann bereits ganz ketzerisch hier in Bayern, und auch jemand wie Adam Weishaupt fängt ja an mit so als Wolfianer und von dieser Art katholischer Aufklärung herkommend und gründet dann seinen Illuminatenorden. Das weist dann so ein bisschen via Bayern zurück in die radikale. Weißkörper, du hast ziemlich aktive naturwissenschaftliche Forschung an der Jesuiten. Hat sie für China interessiert, für Indien und so weiter. Ja. Aber es hat nicht diesen Funken gegeben, oder gab es dann Denk? Nein, es gab auch im Polen des Ostblocks großartige Logiker und Linguisten. Das sind halt Bereiche, in denen es nicht gefährlich werden kann. Und da haben die Jesuiten gesagt, ja, Astronomie, Mathematik, wunderbar, forscht so viel, wie ihr könnt. Dann könnt ihr auch den chinesischen Kaiser überzeugen und überhaupt uns voranbringen, weil wir sind ja die Speerspitze der Wissenschaft. Das war natürlich schon auch Taktik, aber das war nur in den Bereichen, war die Ermunterung da, wo es jetzt nicht der Theologie zu nahe kommen durfte. Da waren natürlich sehr, sehr strikte Anweisungen. Also da haben die Jesuiten gesagt, bleibt beim Aristoteles. Und mehr wollen wir bitte sehr nicht haben. Obwohl es gab dann auch so noch einige Leute, die haben so Synthesen mit dem Kartesianismus und so gemacht. Das vielleicht noch, aber weiter auf keinen Fall. Mhm. Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Und da kommen wir auch zum Ende des Buches mit den 10 Thesen, die Sie dort aufstellen. Wir können sie jetzt nicht alle durchgehen, denke ich mal. Aber welches ist denn die kämpferischste These? Also ungewöhnlich ist sicherlich meine These, dass nicht alles absichtlich radikal war, sondern manches sogar wirklich nur als Witz gemeint gewesen ist. Also ich kann jetzt den Fall gar nicht so genau schildern. Hat jemand einem ganz besonders orthodoxen Pastor, mit dem er auch befreundet war, so ein Manuskript untergejubelt, hat gesagt, schau mal hier, das war in der Bibliothek meines Großvaters, das ist eine ganz schlimme atheistische Geschichte.
aus dem Mittelalter, weil der wusste, das waren Atheistenriecher. In Wirklichkeit hat das in der Nacht davor schnell, man sieht die schnelle, hastige Schrift im Originalmanuskript, selber aufgeschrieben, ja, und so hat er das reingemogelt. Und ich versuche dann zu sagen, also zum Teil war es wirklich so ein Witz gegenüber einem befreundeten, fast zur Familie gehörigen Pfarrer. Und teilweise war das aber auch jemand, der angefangen hatte zu zweifeln. Und mich interessieren immer gerade diese unklaren Fälle, aber auch diese Beimengung von unintendiertem, nicht beabsichtigten. Das ist, glaube ich, besonders ungewöhnlich und sowas. Das war bisher in der Forschung noch nicht so gesehen worden. Ansonsten betone ich wirklich das Vielfältige, das Situationsbedingte, die Situationshilfen, die nötig waren, dass es nicht so einfach war damals, wie es heute vielleicht ist, zu sagen, ach, ich bin Atheist, ich glaube einfach an gar nichts. Also da ist es ein sehr, sehr langer, komplizierter Weg. Ja. Ein viel wichtiger Teil des Lebens zu der Zeit, als es für uns heute ist. Also zumindest für uns hier in Mitteleuropa. Ja, es geht ja um historische Themen und an der Stelle frage ich eigentlich immer, wenn Sie, es ist ein langer Zeitraum, wenn Sie sich einen Tag aussuchen könnten in diesem Zeitraum, an dem Sie, oder ein Ereignis, an dem Sie Mäuschen spielen könnten, dabei sein könnten, welcher wäre das? Juni 1705. Nachmittags um vier. Nachmittags um vier. Nein, ich habe mal überlegt, ich möchte mal tatsächlich über ein einziges Jahr und vielleicht auch nur einen Monat, so weil ich so ein Mikrohistoriker bin, so eine Detailstudie schreiben. Habe mal so ein bisschen geschaut, wo überkreuzen sich viele meiner Tendenzen. Ich hätte natürlich viele andere Jahre auch rausnehmen können, aber ich dachte, das Jahr 1705, das kenne ich schon recht gut. Da möchte ich tatsächlich mal Mäuschen sein und das auch mal ganz genau beschreiben können. So ähnlich wird es für einen Tag im Leben Goethes. Aber warum gerade 1705? Da sind meine Quellen besonders gut gewesen. Da kann ich das eine mit dem anderen verbinden. Ja, ich habe ja mal über die Observation des Selecte gearbeitet, wo ich dann genau weiß, welcher Autor hat welches Teil geschrieben, wie hat es gewirkt und so. Also das war mal so eine Idee und es war sogar mal in so einem DFG-Antrag hatten wir das mal drin. Das ist leider nie was geworden. Ich hätte das zu gern mal realisiert, das Projekt. Ja. Und welche Person werden Sie gern getroffen? Sage ich jetzt mal ganz spontan Peter Friedrich Arpe. Das war der erste, der mich reingeführt hat in diese Welt. Mhm. Da war ich 1990 auf so einem Sommerseminar, was dieser Richard Popkin gemacht hat. Das war mir eine komplett fremde Welt und da haben dann einige gesagt, nimm doch mal jemand, du bist der einzige Deutsche hier in dem Seminar, nimm mal einen Deutschen. Und es ging gerade um diese Betrügerschrift, dass Jesus, Mohammed und Moses Betrüger gewesen seien und damit hatte so ein Deutscher mal zu tun. Nimm den mal. Und dann habe ich angefangen und habe wirklich mir alles vom Anfang an beibringen müssen, wie man sowas macht. Und habe einen langen Artikel darüber geschrieben und der war mein Führer in diese Welt. Alles andere, die nächsten 30 Jahre, war nur noch Folge. Das ist dann so wichtig. Und dann, ich denke, dass jeder hat so in seiner Vorstellung jemanden, den er mal getroffen haben möchte, was aber oftmals nicht mehr geht. Und, aber das ist eine schöne Antwort an der Stelle. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute unterhielten wir uns mit Martin Molso über sein spannendes Sachbuch über die deutsche Frühaufklärung. Auf ca. 1000 Seiten und in zwei Bänden führt uns der Autor in die Zeit vor rund 300 Jahren und in die damaligen Entwicklungen philosophischer, religiöser, wirtschaftlicher und staatspolitischer Geschehnisse. Er lässt uns an einer Spurensuche teilhaben, die an die Aufklärung von Kriminalfällen erinnert, an die akribische Sammlung und Interpretation nicht nur der großen Ereignisse, sondern auch an subversive, heimliche, versteckte und bisher verloren geglaubte Geschehnisse und Dokumente. Für mich als Leser entstand beim Lesen jene seltsame Atmosphäre, die ein Eintauchen in den entsprechenden Zeitraum, seine Phänomene, Glaubens- und Überzeugungswelt ermöglicht. Je mehr man liest, desto mehr möchte man lesen. Genauigkeit der Faktenbehandlung, aber auch eine gekonnte Schreibe ist dort zu finden. Die Fakten kommen überzeugend daher und die Beschreibungen der Situationen sind glaubwürdig.
die Interpretationen nachvollziehbar. Bei der Fülle an Informationen, der überbordenden Menge beteiligter Personen, dem ungeheuren Detailreichtum ist es nicht immer ganz leicht, den Argumentationen wirklich zu folgen. Aber das Thema lohnt ein wenig Mühe und Aufwand. Es ist ein wunderbar interessantes Buchprojekt, das seinen Platz in der Wissenschaftsumgebung sicherlich verdient, aber auch für interessierte Laien lohnenswert ist. Dank an den Autor für dieses Buch. Schön, dass Sie mir, den hier Anwesenden und den ZuhörerInnen der verschiedenen Medien Ihre Gedanken dazu mitgeteilt haben. Es gilt, hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und Sie hörten die 149. Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Mein Gast hier in Schwabing war Martin Mulsow. Herzlichen Dank an Sie. Vielen Dank. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.